Seit 1984 ist ein Virus so selbstverständlich mit inzwischen 25 konventionellen Krankheiten als ursächlicher Erreger verknüpft, dass jeder vom Kind bis zum Greis weiß, HIV, AIDS, das ist der Tod. Ohne dass eine wissenschaftliche Arbeit für eine Beweisführung veröffentlicht war, verkündeten die Gesundheitsministerin der USA und der Virologe Dr. Gallo auf einer Pressekonferenz 1984 HIV als Ursache von AIDS. Dr. Gallo meldete seinen HIV-Antikörpertest zum Patent an und verschickte ihn an bestimmte Kollegen in aller Welt. Die Medien unterstützten anfangs fast ausnahmslos diese Darstellung. In jüngster Zeit sind andere Schlagzeilen aufgetaucht. Kritische Stimmen von namhaften Wissenschaftlern, die vor einem so simplifizierten Krankheitsgeschehen warnten, gab es von Anfang an. Sie hatten es aber in den Medien schwer, ihre Meinungen zu veröffentlichen. So stellt der Arzt Dr. Krämer fest, dass sich herausgestellt hat, dass alle Voraussagen des Bundesgesundheitsamtes krass falsch gewesen sind. Beispielsweise haben die AIDS-Experten des Bundesgesundheitsamtes vorausgesagt, dass wir im Jahre 1990 mindestens 100.000 AIDS-kranke Mitmenschen in der Bundesrepublik haben würden, die alle unausweichlich zum Tode verurteilt sein würden. Tatsache ist jedoch, dass wir Ende 1990 knapp 6.000 AIDS-Kranke nach den offiziellen Zahlen des Bundesgesundheitsamtes gemeldet haben durch die diagnostizierenden und behandelnden Ärzte. Das heißt, nur ein Bruchteil der vorausgesagten Krankheitsfälle ist eingetreten. Diese Zahl von nahezu 6.000 AIDS-Kranken in der Bundesrepublik, wohlgemerkt nicht in einem Jahr, sondern innerhalb von 10 Jahren, bedeutet, dass wir heute etwa 3.500 lebende AIDS-Kranke in der alten Bundesrepublik haben und 2.500 sind etwa verstorben. Zum Vergleich versterben in der Bundesrepublik jedes Jahr 30.000 Menschen an im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Im gleichen Zeitraum also 300.000 Patienten. Guckt man sich an, ob diese Menschen vor Aufnahme dieses winzigen Virus, wenn man von der Annahme ausgeht, dass dieses Virus diese schweren Krankheitszustände verursacht, also der offiziellen Virus-AIDS-Theorie des Bundesgesundheitsamtes folgt, dann fällt auf, dass 90% der betroffenen Menschen, die eingestuft wurden unter diese sogenannten AIDS-Krankheiten, dass über 90% dieser Patienten zum Zeitpunkt der Aufnahme des Virus nicht gesund gewesen sind, sondern zu diesem Zeitpunkt bereits schwere Vorschädigungen aufgewiesen haben. Vor allen Dingen haben sie schwere Leberschäden schon vor der Virusinfektion gehabt. Und es betrifft einen Personenkreis, den man gemeinhin als sogenannte Risikogruppen bezeichnet und dann vordergründig bestimmte Lebensstile und bestimmte Verhaltensweisen in den Statistiken der offiziellen AIDS-Expertisen nennt und dabei aber keinerlei Angaben macht, was denn das wirkliche Krankheitsrisiko durch schwerwiegende Vorerkrankungen dieser Menschen gewesen ist. Mit anderen Worten, dieses Virus fliegt nicht aus heiterem Himmel plötzlich auf völlig gesunde Menschen und über Nacht sozusagen werden aus diesen Menschen sieche und schließlich Todkranke, sondern wir haben es zu tun mit einem Krankheitsphänomen, das schwere Infektionsverläufe und eine Vielzahl von infektiösen Erkrankungen voraussetzt, mit schwerwiegender Folgeschädigung speziell der Entgiftungsorgane des Körpers, vor allen Dingen auch der Leber. Und bei solch eingeschränkter Entgiftungsleistung des Organismus
muss man die Frage stellen, was passiert weiterhin, wenn weitere Infektionen und damit weitere Infektionsgifte im Körper aufgenommen werden oder andere Stoffwechselgifte, die mit der Nahrung aufgenommen werden, beziehungsweise über bestimmte agrarindustriell hergestellte Substanzen, wie zum Beispiel juristisch für illegal erklärte Drogen, wie zum Beispiel das von Herrn Professor Duisberg genannte Kokain. Das Institut für Molekularbiologie der Universität von Kalifornien in Berkeley. Peter Duisberg ist einer aus der kleinen Gruppe von Virologen, zu denen auch die Entdecker des sogenannten AIDS-Virus gehören. Sie forschen schon mehr als 20 Jahre an Retroviren, die lange Zeit als krebsverdächtig galten. Duisbergs Arbeit auf diesem Gebiet hat wesentlich zu der schnellen Entdeckung des AIDS-Virus beigetragen. Alles, was über das sogenannte AIDS-Virus gesagt wird, stimmt, so meint er. Nur eines nicht. Es verursacht kein AIDS. Ja, HIV ist denkbar ungeeignet als AIDS-Pathogen oder als AIDS-Auslöser. Es ist als ein Retrovirus und Retroviren töten Zellen nicht. Sie haben einen speziellen Mechanismus der Replikation, der beinhaltet, dass das Virus, das Genom vom Virus, das genetische Material vom Virus, ein Teil der Zelle wird. Es ist praktisch ein genetischer Parasit der Zelle. Diese Infektion beinhaltet ein ganz kurzes, ein kleines genetisches Programm. Das Virus hat selbst nur Informationen, die etwa ein Hunderttausendstel der genetischen Information der Zelle ist. 9 Kilobasen, 9000 Nukleotide. Die Zelle selbst hat 1 Million Kilobasen oder 1 Milliarde Nukleotide. Das Programm vom Virus ist innerhalb von 24 bis 48 Stunden erledigt. In der Zeit ist es ein zellulärer Parasit geworden, zelluläres Gen. Und damit ist das Programm erschöpft und nur dann erfolgreich, wenn die Zelle das überlebt. Und AIDS soll ja nur eine Infektionskrankheit sein, in der das Virus Billionen Zellen tötet. Und das Virus kann eben diese Zellen nicht töten, weil es nur so überleben, nur dann überleben kann, wenn die Zellen auch überleben. Außerdem kommt hinzu, dass von den Billionen T-Zellen, die in AIDS verschwinden, nur ein ganz geringer Prozentzahl, weniger als 1%, jeweils infiziert sind. HIV infiziert aktiv nur jede 10.000. Zelle und ist als Pro-Virus höchstens in jeder 500. Zelle nachzuweisen. Das ist zu wenig, um eine Immunschwäche auszulösen. Aus anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und von anderen Wissenschaftlern weiß ich, dass mit dem Begriff zytotetal umgegangen wird. Das heißt also, dass die Zelle töten und dass sie, wenn sie die Zelle nicht töten, ihr scheußliches Werk von der infizierten Zelle aus mit Hüllproteinen verrichten. Ja, hier kann ich nur zu sagen, dass die Wissenschaft, die AIDS-Wissenschaft, mit gespaltener Zunge spricht, wie die Indianer das nennen. In den wissenschaftlichen Journalen versichern sie uns immer wieder, dass das Virus auf irgendeine bisher unbekannte Methode die Zellen umbringt, direkt oder indirekt, wahrscheinlich indirekt. Aber dem Patentamt versichern sie, und dass das Virus die Zellen nicht umbringt und dass man das Virus in T-Zellen Massen produzieren kann seit Jahren, um damit den sehr lukrativen AIDS-Test durchzuführen. Das hat der Gallo bereits 1984 erreicht, bevor er überhaupt das Virus, jemals irgendwas über das Virus publiziert hat, hat er es patentiert, die Massenproduktion von dem Virus in T-Zellen, die praktisch unsterblich sind, die seit 7 Jahren in vielen Companies und pharmazeutischen Firmen massengezüchtet werden und Labors massengezüchtet werden. Und das macht auch der Robin Weiss in England und das macht der Modernier in Frankreich. Alle sind mittlerweile Millionäre, Multimillionäre geworden. Mit Massenproduktion vom AIDS-Virus in T-Zellen, die unsterblich sind. Aber in der wissenschaftlichen Literatur versichern sie uns immer wieder, dass es irgendwie die Zellen tötet. Sie wissen nur noch nicht wie. Alles, was sie noch brauchen, sind noch ein paar Jahre und für jedes dieser Jahre etwa 3 Milliarden Dollar. Kondome vom Fließband. Die Aktien der Gummiproduzenten steigen. Längst ist eine AIDS-Industrie entstanden, an der viele verdienen. Zum Beispiel an den AIDS-Tests.
Wenn Antikörper gegen das AIDS-Virus im Blut des Patienten vorhanden sind, haften sie an diesen mit Virusprotein beschichteten Kügelchen. Das kann man später an einer gelblichen Verfärbung erkennen. Ist das Ergebnis positiv, wird noch ein zweiter Test gemacht, um sicher zu sein. Viele verschiedene Tests sind auf dem Markt und an jedem verdienen auch die Entdecker des sogenannten AIDS-Virus und ihre Institute. Die meisten Forschungslabors haben sogar schon heute Verträge mit der Pharmaindustrie für die Vermarktung von zukünftigen Medikamenten und Impfstoffen. Erschwert das nicht die Suche nach anderen Ursachen für AIDS? Aber zum Beispiel der Wissner-Virus, der in Schafen nachgewiesen wird, am Anfang eine Lungenentzündung produziert und dann nach Jahren eine tödliche Gehirnkrankheit. Das ist eine Ideologie von Retrovirologen, die nicht mehr weiter wissen. Die haben ein Virus gefunden und wissen keine Erklärung für die Krankheit und sagen, das Virus ist dafür verantwortlich, ohne nachweisen zu oder beweisen zu können, wie. Das ist eigentlich mittlerweile eine Religion geworden. Und hier haben wir gesagt, Wissner-Viren erzeugen eine Gehirnkrankheit 20 Jahre nach der Infektion. Und deshalb kann das AIDS-Virus, ein anderes Retrovirus, auch AIDS machen 10 Jahre nach der Replikation. Für beide gibt es keine logische Erklärung oder keine rationelle Erklärung. Das ist genauso, wie wenn man den Katholizismus mit dem Protestantismus oder mit dem Islam erklären will. Man erklärt eine Religion mit der anderen. Und keine von denen sind wissenschaftliche Erklärungen. Zum Beispiel kann ich bei mir nach fieberhaften Erkrankungen Bläschen am Mund sehen. Das heißt also, da haben Herpesviren ihr Unheil angerichtet. Ähnliches ist auch von langsamen Maserviren bekannt. Ja, von den Maserviren würde ich mal kurz absehen. Das ist eine Spekulation von Koprowski, die vor zehn Jahren postuliert wurde. Und heute hat derselbe Mann veröffentlicht mit Gallo zusammen, dass AIDS-Virus diese Enzephalopathie produziert, die früher den Masern nachgesagt wurde. Und an Masern hat er sich dabei nicht mehr erinnert im gleichen Paper. Aber mit den Herpesviren, das ist eine solide Sache. Das ist richtig, die Herpesviren können Jahre nach der Primärinfektion reaktiviert werden und eine neue Krankheit produzieren. Was aber absolut wichtig ist und kritisch dabei ist, dass das Virus wieder aktiviert wird. Deswegen sagt man reaktiviert. Dass es wieder in Massen auftritt, biochemisch aktiv ist und viele Zellen infiziert. Das sind die einzigen Bedingungen, die uns jemals bekannt geworden sind, unter denen irgendwelche Mikroben, Viren, Bakterien, Pilze pathogen sein können. Wenn sie in kleinen Zahlen auftreten, in wenigen Zellen und biochemisch nicht aktiv sind, dann hat man eine asymptomatische Infektion, die keinerlei Krankheiten jeweils erzeugt hat. Und das Herpesvirus erfüllt die Bedingungen, wenn es reaktiviert ist, ist es wieder da, ist wieder aktiv, ist biochemisch in vielen Zellen und wird dann wieder neu vom Immunsystem neutralisiert. Das trifft auf das AIDS-Virus in keinem Fall zu. Selbst in Patienten, die von AIDS an AIDS sterben, ist das Virus nur in ganz geringen Zahlen von Zielzellen, den T-Zellen zu finden, weniger als 1%. Es ist biochemisch nicht aktiv und es ist nicht, tritt nicht in Massen auf, in gleichen geringen Konzentrationen wie in asymptomatischen Trägern. All das ist völlig paradox, nicht in Einklang zu bringen mit allem, was wir bisher gelernt haben über virale Pathogenität. Auf einem wissenschaftlich-klinischen Symposium am 16. Februar diesen Jahres im Klinikum Steglitz befragte ich die versammelten Experten nach den klinischen Erfahrungen des HIV als ursächlichen Erreger für AIDS. Professor Larsch antwortete als wissenschaftliche Autorität vor den anwesenden Fachleuten. Er war jedoch nicht bereit, seine Aussage vor der Kamera zu begründen. Ich lege Sie eben ab auf die Befunde von Diskussionsbeiträgen von Duisberg, einem renommierten Virologen. Die sind inzwischen, glaube ich, nicht mehr relevant. Die Kausalität zwischen HIV 1 und 2 und Immunzerstörung sind vom Pathomechanismus so exzellent aufgeklärt, dass man daran nicht mehr zu zweifeln hat. Und ich denke, kein klinisches Zentrum wird hier irgendwas in Frage stellen. Die Korrelation zwischen dem Virus
oder Antikörper gegen das Virus und AIDS wird als der beste Hinweis dafür immer zitiert, dass dieses Virus der Grund von AIDS sein muss, da jeder AIDS-Patient das Virus enthält. Nur wird dabei nicht gesagt, dass das ein verfängliches Statement ist, allein deshalb, weil AIDS allein durch das Virus definiert ist. Die Definition ist zirkulär oder tautologisch. Das heißt, wenn man Dementia oder Schwachsinn hat, in Gegenwart von HIV, von dem AIDS-Virus, dann hat man AIDS. Wenn das Virus nicht da ist und man hat den völlig gleichen Dementia, den völlig gleichen Schwachsinn, dann ist man einfach dumm. Dann hat man kein AIDS. Wenn man Lungenentzündung hat mit HIV, dann hat man AIDS. Und wenn man die gleiche Pneumocystis Pneumonia hat, in der gleichen Risikogruppe, Drogenabhängige oder sowas, dann hat man eben Lungenentzündung. Oder wenn man Kaposi Sarkom hat, ohne AIDS-Virus, dann hat man das gleiche, was Kaposi vor 100 Jahren in Wien entdeckt hat, nämlich Kaposi Sarkom. Aber wenn man außerdem Antikörper gegen das Virus hat, dann hat man AIDS. Das heißt, die Korrelation ist per Definition 100%. Man eliminiert alle Fälle, wo das Virus nicht gefunden wird, als durch andere Gründe produzierte Krankheit. Wenn das Virus da ist, sagt man, das Virus hat es gemacht. Deswegen ist die Korrelation so gut, weil die Definition allein auf den Zusammenhang von irgendeiner Krankheit mit dem AIDS-Virus aufgebaut ist. Davon ist in den gängigen Zeitschriften und wird wenig erwähnt. Damit ist nicht viel zu machen. Das ist uninteressant für den Mediziner. Er beschreibt eine alte Krankheit. Die Journale sind nicht interessiert, einen neuen Fall von einer alten Krankheit zu erwähnen. Lungenentzündung in Junkies oder Drogenbenutzung ist nichts Neues. Damit kann man niemanden beeindrucken. Es ist nicht spektakulär. Damit kann man nicht zu einer Konferenz in AIDS eingeladen werden. Gibt es Statistiken oder Vergleichsstudien, zumindest Vergleichsstudien, die nun zwischen den gleichen Krankheiten diese Hier kann man feststellen? Sagen, das ist echt ein Skandal. Nicht eine einzige kontrollierte Studie wurde jemals durchgeführt in der AIDS-Epidemiologie. Nicht eine einzige. Niente. Null. Nichts. Eine einzige. Obwohl diese Wissenschaft, die AIDS-Wissenschaft zurzeit 15.000 Paper pro Jahr produziert, ist nicht eine einzige kontrollierte Studie dabei. Das heißt, dass man sich sagt, hier sind 100 Blute, gleichen Alter, die gleichen Bedürfnisse von Gerinnungsfaktoren mit HIV und hier sind 100 ohne HIV. Was passiert mit denen mit HIV und was passiert mit denen ohne HIV? Kriegen nur die mit HIV Lungenentzündung, Durchfall, Gewichtsverlust, Hepatitis-Infektion, Kopfweh oder Dementia oder Lymphome und die anderen sind ewig gesund oder kriegen beide die gleichen Krankheiten? Das wäre eine epidemiologisch kontrollierte Studie, um nicht zu beweisen, aber immerhin um Beweise zu erbringen, dass das HIV dabei eine Rolle spielt. Nicht eine einzige solche kontrollierte Studie existiert. Diese Argumente hören sich plausibel an, aber mit der AIDS-Situation verglichen doch auch etwas unwahrscheinlich. Können Sie vielleicht das mit Argumenten untermauern? Seit wann kennen wir AIDS? Seit etwa 1980 wurde es erst beschrieben. In den letzten 10 Jahren kam AIDS auf. Seit den letzten 10 oder 15 Jahren haben wir einen dramatischen Umsatz, einen Anstieg, eine Eskalation, kann man echt sagen, eine Explosion beinahe, im Umsatz von psychoaktiven Drogen. Der Verbrauch von Kokain hat sich für 50 oder 100-facht in den letzten 10, 20 Jahren. Die Inhalationsdrogen, diese Poppers, der Umsatz ist explodiert. Die wurden fast nicht benutzt für psychoaktive oder aphrodisische Zwecke vor 10, 20 Jahren. Heute sind Millionen und Millionen Dosen verkauft worden. Nicht? Das ist alles in den letzten 10, 20 Jahren passiert, genau zur gleichen Zeit, wie AIDS erschienen ist in den USA. Und sie werden genau von den gleichen Gruppen benutzt. 30%, wie ich schon sagte, sind intravenöse Drogenbenutzer. Und das sind, normalerweise ist das die Spitze vom Eisberg vom Drogenkonsum. Die meisten Drogen sind oral konsumiert. Geraucht, inhaliert, als Pillen benutzt und so weiter. Nicht injiziert. Das zweite,
dass diese Hypothese erklärt ist. Warum ist AIDS fast ausschließlich in 20- bis 40-jährigen Männern zu finden? Normalerweise die gesundeste und stabilste Gruppe unter den Menschen. Deswegen schicken wir 20- bis 40-Jährige in den Krieg. Nicht die Kinder und nicht die Alten. Die kriegen ausgerechnet AIDS. Weil 20- bis 40-Jährige, 80% Männer, nicht Frauen, Männer, 80% der harten Drogen konsumieren. Heroin, Kokain, Poppers werden von Männern konsumiert, 8 bis 10 Mal mehr als von Frauen. Ein anderer Grund, warum die Hypothese sehr plausibel ist, ist, dass verschiedene Risikogruppen verschiedene Drogen benutzen und auch verschiedene Krankheiten kriegen. Unter den amerikanischen AIDS-Patienten ist Kaposi fast ausschließlich unter Homosexuellen zu finden. 20 Mal häufiger als unter Hämophilen oder unter Drogenbenutzern. Und die Homosexuellen sind die, die die Inhalationsdrogen benutzen, besonders diese Nitrit-Inhalation, die Poppers, die in die Lunge gehen und ins Gesicht, genau da, wo der Kaposi erscheint. Im Gesicht, in der Lunge, in der Hand und auch an anderen Stellen. Aber das sind die primären Organe, wo auch die Lungenentzündung entsteht. Ein weiteres Argument, ein letztes ist, warum diese endlos langen Latenzperioden, heute infiziert, 10 Jahre später oder 2 Jahre später oder 20 Jahre später AIDS. Das sind genau die Zeitspannen, die nicht auf ein infektiöses Agens passen, was schnell oder nie ist im Prinzip. Es gibt immer Ausnahmen, aber im Prinzip ist man heute infiziert und wird eine Woche später krank oder man wird nicht krank. Aber nicht 10 Jahre später. Aber man kriegt 10 Jahre später Leberzirrhose, wenn man 2 Flaschen Schnaps trinkt pro Tag. Oder man kriegt 20 Jahre später Emphysema, wenn man 20 Packungen Zigaretten raucht. Oder man kriegt 20 Jahre später Dementia oder Lungenentzündung, wenn man sich täglich Heroin injiziert. Das erklärt die langen Latenzperioden. Dass AIDS seit 10 Jahren fast ausschließlich in diesen Risikogruppen vorkommt, die völlig abnormale Gesundheitsrisiken haben, ist ein starkes Argument gegen eine Infektionskrankheit. Eine Infektionskrankheit, ein infektiöses Agens, ist nicht selektiv, diskriminiert nicht zwischen Mädchen und Buben oder Männern und Frauen und es diskriminiert besonders nicht zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen. Die sind selbst für mich schwer zu unterscheiden. In San Francisco ist es manchmal schwer, einen Mann von einer Frau zu unterscheiden, besonders einen Homosexuellen vom Heterosexuellen. Wie das ein Virus mit 9 Kilobasen fertigbringen soll, ist mir völlig unbegreiflich. Wenn sich das in diesen Städten so zuspitzt, dann müsste doch die übrige Rate in den sonstigen USA fast unrelevant sein. Ist auch. Die 20.000 bis 30.000 AIDS-Fälle und 250 Millionen Menschen, das ist eine vernachlässigbare Zahl. Etwa vor 10 Jahren sind etwa 200 von 100.000 20- bis 40-jährigen Männern pro Jahr gestorben an diesen Krankheiten, die heute AIDS haben. Jetzt sind es 250. Wir sind also von 0,2% auf 0,25% durch die AIDS-Epidemiologie in der Sterblichkeitsziffer von 20- bis 40-jährigen Männern aufgegangen. Wenn das übers Land verteilt wäre, hätte das niemand gemerkt. Weder die CDC, noch der Bob Gallo, noch die Flossie Wangstar. Das wurde nur dadurch sichtbar, dass die sich spontan oder praktisch freiwillig in San Francisco und in New York und in diesen Inner Cities, wie man sagt, konzentriert haben. Dort, wo es die Drogen gibt und wo die moralische Freiheit gibt, wo in West-Berlin, wo es den Kudamm gibt und wo eben die quasi bigotte Kritik der Mittelamerikas oder des Mittleren Westens besonders nicht mehr da war. Nicht. Aber hier geht es ja vorrangig um Prävention, Aufklärung. Wie bewerten Sie diese Ergebnisse? Die offiziellen Untersuchungen des Bundesgesundheitsamtes haben im Jahre 1990 ergeben, dass bei bundesweiter Befragung von Angehörigen der sogenannten Risikogruppen, beispielsweise die befragten Homosexuellen, zu 78% zugegeben haben, dass sie sich nicht regelmäßig beim Geschlechtsverkehr durch ein Kondom schützen. Also muss man doch die vorbeugende Wirkung über die Aufklärungskampagnen der Bundesregierung außerordentlich bezweifeln. Ein anderer Faktor ist wesentlich, wenn wir überlegen, ob die Aufklärung die Infektionsfälle gesenkt haben könnte. Wir haben bis zum Jahre 1985 eine breite Aufklärungskampagne
in der Bevölkerung der Bundesrepublik nicht gehabt. Erst nach dem sogenannten Rock-Hudson-Effekt, als der berühmte Schauspieler Rock Hudson an dem sogenannten AIDS gestorben ist, gab es eine durchschlagende Aufklärungskampagne. Das bedeutet aber, dass bis dahin Millionen Menschen ungeschützten Geschlechtsverkehr, jedenfalls nicht unter dem Gesichtspunkt AIDS, durchgeführt haben müssen. Und dass natürlich die Menschen, die sich bis 1985 infiziert haben, dass die natürlich jetzt AIDS ausbrüten müssten, sodass die AIDS-Kurve immer noch ansteigen müsste, da ja bis zu 10 Jahren der Krankheitsausbruch mit Verspätung eintreten kann. Das ist aber nicht der Fall, seit 1990 geht die Kurve nach unten. Das kann also kein Präventionseffekt sein. Nachdem Berichte über AIDS in den USA und in Europa immer weniger werden, wird die Aufmerksamkeit verstärkt auf Afrika gelenkt. Berichte über AIDS in Afrika zeigen uns sehr deutlich, wie nah Dichtung und Wahrheit beieinander liegt. Wir haben in Afrika etwa 500 Millionen Einwohner. Die offizielle Statistik zu AIDS der Weltgesundheitsorganisation AIDS in Afrika weist weniger als 80.000 AIDS-Fälle aus. In Afrika sind die Verhältnisse so, dass in den meisten Ländern die Regierungen ihre Erwachsenen und ihre Kinder nicht ernähren können. Logischerweise steht auch in den meisten Ländern überhaupt kein Geld zur Verfügung, um die hochspezialisierten Laboruntersuchungen durchführen zu können, die uns ein tatsächliches Bild über die Virusbelastung und AIDS-Belastung in Afrika vermitteln zu können. In Afrika haben wir bei Männern und Frauen eine gleiche Verteilung bei den bisherigen Untersuchungen der Antikörpernachweise. Das bedeutet und kann bedeuten, dass wir die Übertragung dieses Virus haben, überwiegend von Mutter auf Kind, vor, während, nach der Geburt. Wir wissen aber damit noch lange nicht, ob die Anwesenheit dieses Virus tatsächlich Krankheiten erzeugt, Folgekrankheiten, die wir vergleichen können mit den Krankheiten, die wir in den westlichen Nationen, USA und Europa als AIDS-Folgekrankheiten bezeichnen. Und wir haben in Afrika unter AIDS Krankheiten, die man schon immer gekannt hat, die aber sich unterscheiden im Verlauf, das ist Malaria, das ist Tuberkulose, das sind Hirnhautentzündungen, das sind Durchfallerkrankungen, das sind jede Menge parasitäre Erkrankungen, Wurmerkrankungen und so weiter. Und das ist eine außerordentlich fragwürdige Methode, alles das mit dem neuen Etikett AIDS zu versehen. Und wenn wir uns klar machen, dass 1985 afrikanische Vertreter afrikanischer Gesundheitsbehörden in Bangui, der Hauptstadt von Gabun, zusammengekommen sind und WHO-Vertretern, also Weltgesundheitsorganisationen, gesagt haben, wir haben kein Geld für Labordiagnostik und für die teuren Untersuchungen, da hat die WHO gesagt, dann stellt die Diagnose AIDS nach Augenschein. Das ist dann offiziell die sogenannte Bangui-Definition geworden, nach der die afrikanischen Staaten ihre AIDS-Fälle nach Genf an die Weltgesundheitsorganisation melden. Insofern kann keiner zum jetzigen Zeitpunkt eine seriöse Aussage machen über die tatsächliche Belastung mit AIDS in den afrikanischen Staaten. Wenn wir uns offiziell darüber einigen, dass das HIV-Virus allein nicht AIDS machen kann, aber wir geben möglicherweise 50.000 bis 60.000 asymptomatischen HIV-Trägern das absolut toxische ACT, dann ist das kriminell, wirklich kriminell. Jetzt kann man sagen, es ist konventionell richtig, weil jeder sagt, es ist gut, obwohl keiner es beweisen kann und die Taten absolut dagegen sprechen, kann man sich zumindest entschuldigen mit der Mehrheit. Aber dann könnte man nicht mal mehr diese Entschuldigung bringen und dann könnte man sagen, die so weit behandelt worden sind, sind mit Unrecht intoxiziert worden oder vielleicht gestorben von einer Fehldiagnose in einem Gebiet und dann würden die Prozesse nie mehr enden. Die Leute müssen beide, ich zögere zu sagen lügen, aber beide auf diesem Kurs fahren, egal was passiert. Die können sich nicht mehr erlauben, eine Alternative zu geben. Das ist die Tragik für die und auch für mich. Da ich die Minderheit bin, werde ich wahrscheinlich jetzt ausgeschlossen und die werden weiterfahren, solange es irgendwie geht.
Denn sie würden wahrscheinlich nicht sehr gut, sie würden nicht besser aussehen wie der Saddam Hussein, wenn sie jetzt sagen würden, HIV war nicht der Grund von AIDS. Niemand würde sie mehr zum TV, zum Fernsehen einladen. Niemand würde sie mehr in eine Company geben und niemand mehr würde ihnen die Gelder für ACT und AIDS-Testing zukommen lassen. Aber die meisten Wissenschaftler sehen gar nicht mal so sehr aufs Geld aus. Die gucken viel mehr nach Stockholm. Und das würde auch nicht mehr so gut aussehen. Seit 1984 ist ein Virus so selbstverständlich mit inzwischen 25 konventionellen Krankheiten als ursächlicher Erreger verknüpft, dass jeder vom Kind bis zum Greis weiß, HIV, AIDS, das ist tot. In den Metropolen der USA hat es begonnen und über 50 namhafte Wissenschaftler aus den USA fordern nun in einem bisher unveröffentlichten Brief an die Wissenschaftszeitschriften Nature und Science eine gründliche Neubewertung der HIV-AIDS-Hypothese. Dazu gehören Dr. Ruth Bernstein und Professor Dr. Harry Rubin. Wir fragten Professor Duisberg von der Berkeley-Universität in Kalifornien. Es gibt unter homosexuellen Kaposi-Patienten in New York, wie es kürzlich im Lancet veröffentlicht wurde, Dutzende von Kaposi-Patienten, homosexuell, 20 bis 40 Jahre, die Drogen benutzt haben und die kein HIV haben. Mit den besten Methoden ist kein HIV nachzuweisen. Es gibt Klute, die die gleichen Infektionskrankheiten haben, die den gleichen Verlust von T-Zellen zu beklagen haben, die frei sind von HIV. Und es gibt Drogenabhängige oder Drogensüchtige, Injektionsdrogensüchtige, Heroinsüchtige, Kokainsüchtige, die Lungenentzündung haben und die Schwachsinn haben und die Blutvergiftungen haben und entsprechende Hepatitis- und Virusinfektionen haben, genau wie HIV-positive Kollegen. Gleichen Altersgruppe, gleichen Risikogruppe, gleiche Lokalisation, San Francisco oder New York oder Los Angeles, völlig frei von HIV. In einem Interview für das Journal Esquire führt der US-amerikanische Journalist Michael Fumento den heterosexuellen AIDS-Mythos ad absurdum. Für die Bevölkerung ist eine Verunsicherung und eine mit Todesangst besetzte Sexualität geblieben. Und Tatsache ist bei den Frauen in der Bundesrepublik, dass wir insgesamt weniger als 500 Fälle, sogenannte AIDS-Fälle, bei den Frauen haben und dass das ungefähr 0,001% der weiblichen Bevölkerung etwa ausmacht. Es ist das Risiko mal durchgerechnet worden, dass eine Frau hat, wenn sie zum Arzt fährt und auf dem Wege zum Arzt ist das Risiko, durch einen Autounfall ums Leben zu kommen, 30 Mal höher, als bei freizügigstem Geschlechtsverkehr sich eine tödliche AIDS-Krankheit zuzuziehen. Okay. Denn die Zahl der weiblichen Verkehrstoten kennt man ja pro Jahr. Und man kennt ja auch nach den Zahlen des Bundesgesundheitsamtes die sehr geringe Zahl der weiblichen Infektionsfälle und AIDS-Krankheitsfälle. Nur die Wirkung, oft irrationale Wirkung, beruht darauf, dass natürlich jeder Mensch aus der Angst, es könnte ja doch was dran sein, lieber die offizielle Version übernimmt und damit wir den unmündigen Patienten haben.
der blindgläubig dem vertraut, was die offiziellen Experten ihm sagen, und wir damit eine irrationale, oft psychisch krankmachende Einstellung zur Sexualität heranzüchten. Denn in allen Schulen wird mit dieser offiziellen AIDS-Doktrin ohne jede kritische Hinterfragung Aufklärung bei Kindern im hochsensiblen Alter der Pubertät gemacht. Was das an neurotischen, psychischen Schäden setzen wird, sexuelle Lusterfahrung, Angst besetzt, bis hin zur tiefgreifenden Todesangst. In einer Welt, die von tatsächlich sehr massiven und konkreten Bedrohungen an jeden Tag gefährdet ist, was das bei unseren Kindern bewirken wird. Und diese Diskussion ist bisher überhaupt noch nicht geführt worden. Seit AIDS bekannt ist, sind 90% der AIDS-Fälle in den USA fast ausschließlich in zwei Risikogruppen zu finden. Etwa ein Drittel sind Drogensüchtige und zwei Drittel von diesen 90%, also 30% und 60% etwa, sind Homosexuelle. Und es war nicht der Durchschnittshomosexuelle, der ein oder zwei oder drei Partner pro Jahr hat und praktisch monogam oder oligogam lebt, wie der Plato und der Sokrates, fünf oder sechs vielleicht. Sondern es ist das so geholte, sehr aktive, promiske Homosexuelle, der manchmal hunderte, sogar tausende von sexuellen Kontakten pro Jahr hat. Ne? Und das kann man nur dadurch erreichen, dass man dem Testosteron mit Chemikalien nachhilft. Nicht? Genau wie man in den Olympiaden heute schneller läuft als vor 50 Jahren, weil es Steroide und andere Drogen gibt. So kann man auch die Sexrekorde heute verbessern, dadurch, dass man Chemikalien benutzt. Der Preis dafür ist dann, dass man AIDS kriegt 5 Jahre später oder 10 Jahre später. Dass AIDS seit 10 Jahren fast ausschließlich in diesen Risikogruppen vorkommt, die völlig abnormale Gesundheitsrisiken haben, ist ein starkes Argument gegen eine Infektionskrankheit. Hämophile, also Bluter, sind durch ihre Krankheit in ihrer Lebensqualität ohnehin stark eingeschränkt und bekommen nun bei Nachweis der Antikörper gegen HIV die Todesdiagnose AIDS. Damit sind sie nun auch in ihrem sozialen Umfeld zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. In den USA sind 20.000 schwerwiegende Hämophile, die also mehrfach im Monat Faktor 8 oder Blutübertragung brauchen. Von denen sind seit etwa 10 Jahren 15.000 oder 75% mit HIV infiziert. Wenn nun die Virushypothese richtig wäre, das heißt, dass 50-100% der Infizierten mit einer Latenzperiode von etwa 10 Jahren sterben würden, würde man erwarten, dass wir in den letzten 3, 4, 5 Jahren etwa 7.500 bis 15.000 tote Bluter gefunden hätten. Dass also die Mortalität oder die Sterblichkeit der Bluter erheblich angestiegen wäre und ihr mittleres Alter gesunken wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bluter sind heute älter oder die Hämophilen, als sie jemals waren. Ihre Mortalität ist geringer. Weniger als 2% dieser 15.000 HIV-positiven Bluter sterben pro Jahr an AIDS-Krankheiten. Weniger als 2%. Von einer Bevölkerungsgruppe, die so ein relativ hohes Risiko hat, also ein Gesundheitsrisiko hat wie die Hämophilen, ist das sehr gering. Von jeder Bevölkerungsgruppe müssen im Durchschnitt nicht ungefähr 1% im Jahr sterben, denn niemand wird über 100 alt oder ganz weniger. Nicht? Für die evangelische Kirche trug der Soziologe und Pfarrer Erhard Neupert in einer Studie schon 1987 Argumente gegen eine virusbedingte Krankheit zusammen. Sie wurde 1989 als Buch mit dem Titel »Zwischen Angst und Zuwendung« herausgegeben. Ja, eingestiegen bin ich damals zunächst mit einer sozialethischen Frage, das mich beschäftigt hat, wie kommt es, dass ein Krankheitsbild wie kaum eine andere Krankheit ganze Gruppen in der Bevölkerung, also Homosexuelle etwa, Hämophile, Ausländer, Afrikaner, ausgrenzt und marginalisiert, mit bestimmten
moralischen Vorbehalten belegt und dass gerade diese Krankheit auf eine solche Personengruppe zugeschnitten war. Damals gab es ja diese schnelle und eilige Theorie der Übertragung über der Blut-zu-Blut-Kontakte. Und ich habe damals angefangen zu suchen nach den Fakten und fand eigentlich immer nur, dass Behauptungen weitergegeben worden sind und fand nirgends Begründungen. Und bin dann langsam dazu gekommen, dass ich sagen musste, irgendwas stimmt an der Definition der Krankheit nicht. Die Definition der Krankheit fasst ein Krankheitsgeschehen viel zu eng auf einer biologischen Ebene, obwohl man psychische und soziale Faktoren immer mit zu einem Krankheitsgeschehen dazurechnen muss. Und das ist gerade im Fall AIDS-HIV nicht geschehen, sodass gerade Vorurteile quasi eine medizinische Verobjektivierung erfahren haben. Und hier war so ein erstes Signal für mich, dass ich angefangen habe zu arbeiten und zu fragen, was ist das eigentlich, was mit AIDS qualifiziert wird. Durch die Diagnose wird eigentlich durch ärztliches Handeln ein weiterer Krankheitsfaktor noch hinzugefügt. Deswegen trete ich ja auch dafür ein, dass die Definition abgeschafft wird oder entflochten wird, dass man nur noch die Krankheiten bewertet und medizinisch weiter behandelt, die faktisch tatsächlich festgestellt werden, also Lungenentzündung oder bestimmte Lymphome oder bestimmte andere Krankheiten, die in diesen großen Korb der sogenannten opportunistischen Krankheiten hineingehören. Dann hätte man jedes Mal auch therapeutische Möglichkeiten, auch psychologische Möglichkeiten, auf den Patienten einzugehen. Aber mit einer Diagnose, die so generalisierend ist, die auch noch enthält, dass der Patient todsicher sterben wird, schadet man eigentlich dem Patienten, denn er nimmt das in sich auf, dieses Urteil der Außenwelt über den Arzt. Und wir haben ja auch sehr gut belegbare Zahlen, dass zahlreiche Menschen, die schon HIV-positiv festgestellt worden sind und noch mehr Menschen, auf die die Diagnose AIDS angewendet worden ist, dass sie sehr stark zum Selbstmord neigen, dass sie sich ausgrenzen, dass sie ihre eigene Lebenskraft, ihre eigene Aktivität, die zu jedem Heilprozess notwendig ist, fallen lassen. Das heißt, hier wird durch eine Diagnose den Menschen ein Stück ihrer eigenen Lebenswillens und ihres eigenen Selbstbehauptungswillens genommen. Und darum muss diese Diagnose, darf sie nicht gestellt werden, sondern sie darf nur gestellt werden im Sinne, dass die einzelnen tatsächlich real existierenden Krankheiten benannt werden und zusammen mit dem Patienten dann auch therapeutisch bearbeitet werden. Und das Nächste, was ich Ihnen sagen muss, ist ja die Geschichte mit der WHO, die sonst in der Welt eine hervorragende Arbeit leistet, aber gerade im AIDS-Problem vollständig versagt. Indem gerade in Afrika etwa viele, viele Dinge auf AIDS zurückgeführt werden, werden die wirklichen Ursachen von Krankheitsfaktoren in der dritten Welt nicht mehr erkannt. Und die WHO flüchtet sich auch seit Jahren unter ausbleibenden Fakten. Es gibt nicht genügend Menschen, auf die die AIDS-Definition zutrifft, flüchtet sie sich in Schätzungen und Hochrechnungen, die weit in die Millionen gehen und von denen überhaupt keine Rede sein kann, dass sie irgendwo stimmen. Fumento zitiert einen Gesprächspartner bei der WHO. Damals wussten wir, es sind mehr als 1 Million und weniger als 100 Millionen Infizierte. Dann nahmen wir eben die Zahl 10 Millionen. Fumento weiter. Hohe Zahlen bringen mehr Aufmerksamkeit, bringen mehr Geld. Das Budget der WHO ist seit AIDS astronomisch gewachsen. Die Welthelfsorganisation, die bestimmt nicht AIDS-Ziffern untertreibt, wie niemand. Alle AIDS-Statistiken sind normalerweise inflatiert, nicht deflatiert. Hat bis zum letzten Jahr 40.000 AIDS-Fälle in Afrika gemeldet. 40.000. Das ist ein Drittel von dem, was in den USA passiert und in Afrika leben eine Billion Menschen etwa, wenn man sie überhaupt zählen kann. Viermal so viel wie in den USA, ein Drittel der AIDS-Fälle. Dass Afrika mit 40.000 ausstirbt, in Amerika ziemlich gut weitermacht mit 120.000 AIDS-Patienten, seit es AIDS gibt, ist mir unbegreiflich. 10% der Bevölkerung oder sogar mehr in Zaire, in Uganda, sind mit HIV infiziert. Frauen, Männer, Kinder, alt und jung. Und wenn die nur irgendeine von diesen relativ häufigen Krankheiten in Afrika kriegen, und der Dr. Gallo ist dort oder der Montagnier,
mit dem AIDS-Test-Kit, dann haben die nur AIDS nicht. Und früher hatten sie Lyme Disease, Fieber, Diarrhea und Tuberkulose. Das könnte man sehr gut heilen, wenn man dort Burger Kings aufbauen würde, dass die Proteine und Vitamine kriegen würden. Aber was wir dorthin schippen, ist ACT. Das hilft ihnen wenig, leider. ACT wurde in den 60ern gegen Krebs entwickelt, aber wegen seiner Giftigkeit damals noch nicht an Menschen erprobt. Unter der Todesdiagnose AIDS wurden inzwischen Millionen Umsätze gemacht. ACT ist ein Kettenterminator von DNA-Synthese. Das heißt, es ist ein obligates Zelltötungsmittel. Es wurde entwickelt vor 20 Jahren aus dem einzigen Grund, um Zellen zu töten, für die Krebstherapie. Wie alle Zytostatika, der einzige Zweck, die einzige Funktion, die bekannte Funktion von ACT ist, Zellen zu töten. Und das ist alles, was es tut. Wenn Sie jetzt ACT benutzen, bringt das T-Zellen um und B-Zellen um, Knochenmarkszellen um, alle schnell wachsenden Zellen sterben. Wie das irgendjemand nützlich sein kann, ist mir völlig unklar. Besonders, wenn man davon ausgeht, was die AIDS-Forscher längst bestätigt haben, dass nur eine von 500 T-Zellen jemals infiziert ist. Das heißt, um eine infizierte Zelle zu töten, selbst wenn man im Moment mal annimmt, dass das Virus ohne Zweifel der Grund von AIDS ist, muss man 500 oder 499 gute Zellen töten, um eine infizierte zu töten. Das heißt, der Toxizitätsindex von dem ACT ist ein Skandal. Wir bringen 500 gute Zellen um eine Infizierte umzubringen, und wir können nicht beweisen, dass das AIDS-Virus AIDS macht. Aber es wird doch aus medizinischen Berichten deutlich, dass ACT die Lebenszeit um ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre verlängern kann. Diese Berichte sind äußerst fragwürdig, sind von Lauritz sehr skeptisch beurteilt worden. Er kam zum Schluss, dass sie sogar betrügerisch sind. Aus dem einen Grund, diese Berichte wurden als sogenannte Doppelblindkontrollen beschrieben, in denen weder der Arzt noch der Patient weiß, ob der Patient ein Placebo kriegt oder ACT kriegt. ACT kann aber nur wirken, dadurch, dass es Zellen tötet. Und wenn es Zellen tötet, verliert der Patient das Knochenmark und damit er wird anämisch, er verliert die roten Blutzellen, die B-Zellen und die T-Zellen. Man kann den Patienten ohne B-Zellen und T-Zellen durch Antibiotika und sterile Bedingungen relativ gut am Leben erhalten, im Krankenhaus besonders. Aber nicht ohne rote Zellen, denn dann kann man keinen Sauerstoff mehr aufnehmen. Deswegen müssen die meisten ACT-Empfänger nach einigen Wochen Bluttransfusionen kriegen. Von roten Zellen, Hämoglobin praktisch, um atmen zu können. Sonst wären sie tot. Wie man dann sagen kann, dass der Arzt eine Doppelblindstudie durchgeführt hat und nicht die Placebo-Leute von denen unterscheiden kann, die am Ersticken sind oder am Sterben sind, weil sie keine roten Blutzellen mehr haben, ist mir völlig unklar. Und deshalb halte ich den Schluss von Lauritz, dass die möglicherweise zum Teil betrügerisch sind, diese Studien, für nicht übertrieben. In seinem Buch Gift auf Rezept weist der US-amerikanische Schriftsteller John Lauritzen schwere Verfahrensfehler bei der klinischen Erprobung von ACT nach. Was wird von Betroffenen eine unterschiedliche Verträglichkeit von ACT berichtet? Ja, einige können es überhaupt nicht vertragen und einige können es besser vertragen. Das ist möglicherweise damit zu erklären, dass das ACT, dass die Zelle nicht von externen Nukleotiden abhängt, um DNA zu machen. Die macht ihre eigenen, aber sie kann sie auch von außen aufnehmen. Und dieser Prozess, von außen aufzunehmen, schließt eine sogenannte Phosphorylierung ein, eine aktive enzymatische Veränderung von dem Produkt. Und verschiedene Personen und auch Tiere unterscheiden sich erheblich in dem Ausmaß dieser Phosphorylierungsenzyme. Einige haben viel davon und nehmen das sofort auf und andere sehr wenig davon und nehmen es überhaupt nicht auf. Das trifft auf andere Drogen auch zu. Einige werden von einem Glas Alkohol völlig glücklich und andere brauchen zwei Gallonen, bevor sie den gleichen Gefühl haben. Und so ist es mit diesen Sachen auch. Das heißt also, das Material geht unverarbeitet durch den Körper. Die resistent sind, die pinkeln es wieder raus. Und die anderen, die nehmen es auf und haben
verlieren ihre, werden anämisch und haben andere, kommen Lebervergiftungen, Dementia, Schwitzen, Anämien, Lymphome kriegen sie jetzt. Das wurde jetzt gerade veröffentlicht, dass die etwa bis zu 2 Jahren ACT überleben können, zu 50% Leukämien haben und Lymphome haben. Die Hauptpropagandisten von ärztlicher Seite in der Bundesrepublik können bis heute nicht erklären, warum dieses scheinbar lebensverlängernde Medikament ACT gezielt nur auf die Viren hemmend einwirken soll und nicht gleichzeitig zum Beispiel auf Zellen im Knochenmark bei der Blutbildung. Diese Frage können die sogenannten AIDS-Experten, die öffentlich für die Vergabe von ACT an Menschen, die an diesem sogenannten erworbenen Immunschwächesyndrom leiden, nicht erklären. Insofern steht der Arzt vor einem Dilemma. Unter dem Erwartungsdruck des Patienten und dessen Todesangst will er helfen. Von Experten wird gesagt, ACT wirkt lebensverlängernd. Auf der anderen Seite sieht der kundige Arzt, dass diese Substanz, die in die Erbsubstanz des Virus eingebaut wird, aber auch in die Erbsubstanz aller schnell reifenden Zellen im gesamten Organismus, dass diese Substanz das macht, was sie soll, nämlich Zellen zerstören. Und er wird sich kritisch fragen, ob er damit tatsächlich Leben verlängert oder nur scheinbar durch Bremsung aller schnell wachsenden Zellen, auch der Mikrobenzellen, auch der Viruszellen, einen therapeutischen Scheineffekt für ein paar Wochen und für ein paar Monate. Aber er kann damit natürlich beim Patienten den Eindruck erwecken, als würde er Hilfe leisten. Und das ist ein furchtbares Dilemma für alle Beteiligten. Und das erfordert eine besonders nüchterne Herangehensweise. Und es geht nicht, wie Professor Koch vom Bundesgesundheitsamt das ausdrückt, dass jeder Arzt, der kritisch diesen Mechanismus, dieses Medikamentes hinterfragt, dass dieser Arzt eine fahrlässige Tötung begehen würde, wenn er dem Patienten erklärt, dass das Virus möglicherweise gar nicht die Ursache seines Leidens sei. Ich denke, nüchterne, argumentative Diskussion tut Not und nicht gegenseitige Bedrohung, dass behördliche Ärzte und Virusforscher wie Professor Koch, andere kritische Ärzte, die aus der lebendigen Erfahrung mit ihren Patienten zu dieser kritischen Haltung gekommen sind, bedrohen mit dem Entzug der ärztlichen Heilerlaubnis. Das Robert-Koch-Institut in Berlin. In der Bibliothek dieser Einrichtung des Bundesgesundheitsamtes sind Veröffentlichungen aus aller Welt für jeden Interessierten zugänglich. Hier ist auch oft der in Berlin wohnende Journalist und Lehrer K.W. Schneider, der zu diesem Thema mehrfach publizierte, anzutreffen. Wir befragten ihn zu seinen journalistischen Erfahrungen bezüglich AIDS. Ich möchte dazu zunächst mal sagen, dass es eine eklatante Diskrepanz ist zwischen dem, was die Öffentlichkeit erfährt und dem, was in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften passiert, geschweige denn hinter den Kulissen der Wissenschaftswelt. Immerhin ist die Diskussion zwischen Duisberg und seinen Kontrahenten in der AIDS-Forschung in etwa einem Dutzend der führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften repräsentiert in den letzten 2 bis 3 Jahren. Es haben große Diskussionen stattgefunden, nicht nur 1988 die erste größere Diskussion in Science, sondern auch in vielen anderen führenden Fachzeitschriften. Auch in Deutschland, zum Beispiel in der Zeitschrift Nachrichten, Chemie, Technik, Labor, AIDS-Forschung, im englischsprachigen Raum in der Zeitschrift JADES, Journal of AIDS, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States und so weiter. Es gibt viele Beispiele dafür, dass die Diskussion in großen Zeitschriften stattgefunden hat und kein oder fast kein Wissenschaftsjournalist ist auf die Idee gekommen, mal so gründlich zu recherchieren, dass er die Öffentlichkeit darüber informiert, dass die Diskussion überhaupt stattgefunden hat, geschweige denn darüber, dass sie eigentlich zugunsten des Herausforderers, in diesem Falle Duisberg, ausgegangen ist. AIDS-Forschung auf den Kopf gestellt, überschreibt der Herausgeber eines der führenden Wissenschaftsjournale Nature, John Maddox, einen Bericht zu neuesten wissenschaftlich-experimentellen Untersuchungen in der AIDS-Forschung. Diese Untersuchungen legen den begründeten Verdacht nahe, dass es sich bei AIDS um eine Überreaktion des körpereigenen Abwehrsystems
und nicht um eine Immunschwäche, wie bisher angenommen, handelt. Ohne den Anspruch auf Exaktheit zu haben, schätze ich mal, dass 98% der Journalisten, also der journalistischen Produkte in Funk, Fernsehen und Zeitung, eine andere Theorie vertreten und sie sagen, es müsste sein. Ist da nicht viel Wunschdenken bei? Natürlich ist es mein Wunsch, dass die Entwarnung gegeben wird in Sachen AIDS-Virus, damit endlich diese Virusparanoia beendet wird und realistisch und an den Tatsachen orientiert wieder die wirklichen Gesundheitsrisiken diskutiert werden und damit auch ein neues Präventionskonzept entwickelt wird. Es ist viel Wunschdenken dabei, aber der Schein trügt auch zum Teil. Ich erinnere mich daran, dass ein paar Wochen vor dem Fall der Mauer hier in Deutschland der Herr Honecker gesagt hat, die Mauer steht noch 100 Jahre und das hatte den Anschein, die Mehrheit der Regierung, der Leute, die es zu sagen haben, in der DDR selbst und in der Sowjetunion, die Mehrheit steht immer noch dahinter und nach ein paar Wochen war es plötzlich weg. Die Vertreter dieser Dogmen sind sehr ungehalten, wenn gegen diese Arbeitshypothese irgendwelche aus der Wirklichkeit gefundenen anderen wissenschaftlichen Wahrheiten auftauchen. Das ist bei Ihnen der Fall. Gerade in Deutschland sind in letzter Zeit sehr ungehaltene Angriffe gegen Sie geführt worden, die mit Wissenschaftlichkeit wenig zu tun haben. Wie kommen Sie damit zurecht? Ist das für Sie der Normalfall geworden? Ja, ich fühle mich etwas wie ein AIDS-Patient unter meinen Kollegen jetzt. Sie wollen mich nicht allzu nah berühren, es sei denn mit Kondom und von Entfernung. Und das ist natürlich bedauerlich, aber das ist etwas zu erwarten, menschlich zu verstehen, weil die AIDS-Wissenschaft eben, wie ich schon mehrfach kritisiert habe, keine wahre Wissenschaft ist, sondern zum großen Teil eine Ideologie, eine Religion beinahe geworden ist und die Verteidigung auf ideologische statt auf wissenschaftlicher Ebene jetzt stattfindet. Eine wissenschaftliche Hypothese würde sich wissenschaftlich verteidigen oder nicht verteidigen lassen. Aber in diesem Fall ist es eben eine Ideologie geworden, die sich viel zu früh festgelegt hat für einen Grund, der offenbar nicht mehr haltbar ist. Und da die Investition, sowohl Ego-Investition als auch materiellen Investitionen, mittlerweile so hoch geworden sind, ist es äußerst schwierig, einen neuen Kurs zu finden und zu sagen, tut uns leid, wir haben es falsch gemacht, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Dann müsste man eben sagen, gut, ich komme jetzt nicht mehr ins Fernsehen, ich verdiene nicht mehr 50 oder 100 Millionen im AIDS-Testing, wir müssen eine andere Richtung finden. Das ist das Problem oder der Preis für Big Science, besonders wenn die Richtung nicht stimmt. Science, wenn die Richtung nicht ganz klar ist oder die Antwort nicht klar ist, ist besser dran, in kleinen Gruppen zu arbeiten. Wie ein kleines Boot, wenn ein Eisberg kommt, drehen kann. Die Titanic kann es nicht. Die kann nur sagen, jetzt spielen wir näher mein Gott zu dir. Und das ist, was das AIDS-Establishment tut. Nicht? Die fahren eben weiter. Nicht? Ob dabei 100.000 mit ACT vergiftet werden, spielt ja weiter keine Rolle, weil wir schon daran gewöhnt sind, dass die Leute sowieso sterben und die anderen sowieso weiter verdienen. Wenn wir vergleichen das Risiko an infektiöser Gift, durchschnittlich in der Bundesrepublik 1% der Bevölkerung. Das wären also in der alten Bundesrepublik bei 60 Millionen Einwohnern, wären das 600.000 Menschen. Und das ist auch sexuell übertragbar? Das Hepatitis B-Virus, Erreger der infektiösen Gelbsucht, wird sehr wohl sexuell übertragen. Und es kann auch übertragen werden auf anderen Wege, zum Beispiel in der Zahnarztpraxis über die Augenbindehaut des Zahnarztes. Insofern sind 20% der Zahnärzte an infektiöser Gelbsucht erkrankt, aber wir kennen keinen AIDS-Fall unter den deutschen Zahnärzten. Daran sieht man, wie schwierig das Retrovirus HIV zu übertragen ist und damit eine Masseninfektion von vornherein gar nicht gegeben sein kann. Aber vergleichen wir die Todesfälle durch infektiöse Gelbsucht, so stirbt jeder Tausendste in der Gesamtbevölkerung an infektiöser Gelbsucht und den Folgekrankheiten. Also vergleichsweise wesentlich häufiger als durch diese sogenannten AIDS-Fälle. Wobei sich die Schädigung durch die infektiöse Gelbsucht
bei intravenös Drogenabhängigen und einer Minderheit der Homosexuellen und Bluterkranken und Transfusionsempfängern sicher kombiniert mit anderen Vorschädigungen und mit anderen Stoffwechselgiften, deren Wechselwirkung wir bis heute völlig unzureichend erforscht haben. Und das ist die Kritik an der offiziellen AIDS-Doktrin, dass die Forschungsgelder einseitig für die Virusforschung festgelegt sind und kaum Forschungsgelder zur Verfügung stehen, um diese entscheidenden Wechselwirkungen im menschlichen Organismus durch die Vielzahl der heute nachweisbaren Belastungen, durch Stoffwechselgifte, durch bestimmte Nahrungsbestandteile, durch Rückstände aus Pestiziden, aus Düngemitteln in der Nahrung und damit im menschlichen Körper, diese Wechselwirkung überhaupt im Ansatz systematisch zu erforschen. Und das ist auch die Forderung der AIDS-Kritik, dass wir verlangen, dass auch in diese Richtung konsequent und energisch Gelder für die Forschung gelenkt werden.